Mr. Mike. Jo, Mr. Mike, heute wieder Körbe werfen mit Mr. Mike. Gott sei Dank, es tut sich was, es geht voran. Erstmal ein bisschen Werbung noch. NCAA von Wilson ist wieder verfügbar. Gönnt euch, unten Videobeschreibung verlinkt, einfach ein unglaublich geiler, schöner Ball. Ja, Mann. Kosten, Preis-Leistungs-Verhältnis, Bombe, mega. So, und ihr wisst ja, ich war verletzt, jetzt 2 Wochen sind es jetzt wieder her ungefähr. Letzte Zeit, ich war 2 Mal bei der Physio, hat sehr geholfen. Oh, die Physio, Florian, vielen Dank dafür wieder mal, der hat wirklich heilende, magische Hände. Ey, es tut zwar unglaublich weh, wenn er so diese Punkte erwischt, wo er echt so, oh, ey, eigentlich möchte ich davon mal ein Video machen. Dieser Schmerz, ey. Aber ja, Schmerz ist ja Schwäche, die den Körper verlässt. Kennt es vielleicht. Und oh Mann, Alter, der Rücken zurzeit. Und ja, ich muss es einfach für mich selber einfach jetzt mal checken. Ich muss was ändern. Regelmäßig dehnen einfach. Mache ich zurzeit auch. Und deshalb merke ich auch, ey, es wird besser. Was bei mir die Killerbewegung ist, ist einfach dieses nach vorne bücken. Ey, dieses nach vorne bücken. Ja, Alter, da habe ich schon ein bisschen, da kommt schon der Schweiß, gell? Ja, aber ja, heute mal wieder ein bisschen werfen, gechillt, gemütlich. Hallo Tia, ja, wo kommst denn du her? Ja, bist du auch mit dabei? Das ist so schön. So. Hi. Hier, hey, die Leute wollen mich hier ein bisschen werfen sehen, okay? Also nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Vielen Dank. Was ist das für Spaß? Fahr doch mit dem Roller ein bisschen. Das Kind hat alles, Spielzeug, Mercedes. Schau das an. Wow, okay, das ist alleine schon so. Ja, es fühlt sich im Rücken nicht richtig an. Aber der Wurf, der Touch ist wirklich schön da. Ich möchte auch einen Basketball haben. Ja, was soll ich jetzt machen? Wo soll ich denn den herholen jetzt? Das fällt dir immer spät ein. Du sagst, wir fahren hierher, einen Roller nehmen wir mit, wir nehmen einen Roller mit. Und jetzt? Soll ich einen Mercedes auch noch holen? Ich habe jetzt keinen Ball. Jetzt bringst du mich ganz raus. Jetzt bringst du mich ganz raus aus der Tasche. Oh, hier das nach vorne bringt. Das hat nicht wehgetan. Ja, ich merke, es tut sich was. Das ist schon gut. Okay, komm hierher. Los. Das ist jetzt Körbe werfen mit Mr. Mike mit hier. Vorsichtig, ich schmeiß zu dir und du fängst ihn. Was ist das für eine Reaktion jetzt? Schon ein bisschen mehr mit. Schau, da lacht der Vogel. Der lacht. Konzentrieren, fangen einfach. Ja, geht, doch leicht, oder? Siehst du? Aha, da passiert gar nichts. Du hast immer Angst, dass er dir ins Gesicht fällt, gell? Da schau schön, da passt. Wunderbar. Und hier. Oh, 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 wo ist er? Oh. Oh, was ist das? Yeah, Baby, genau, so ist es. Yeah, Baby. So sieht's aus. Der Touch ist da und ich muss fit werden, weil ich habe jetzt bald Urlaub. Noch eine Woche Arbeit, dann habe ich 3 Wochen Urlaub und ich fahre ja durch die Gegend. Heidelberg bin ich, möchte ich. Ist geplant, gegen Calvin Hollywood 1-1 zu zocken. Game Nummer 3. Dann möchte ich nach Slowenien zu Carlo. Dann möchte ich Österreich. Graz möchte ich. Wien möchte ich. Wow, nice. Yeah, baby. Nice. Läuft schon langsam, gell? Die hat sie schon drauf. Ja, und deshalb muss ich fit werden, damit mein Körper das aushält. Ne? Aber ich sag's ja, ich bin jetzt wirklich sehr guter Dinge. Oh nein, er ist sehr guter Dinge. Ja, es fühlt sich locker an. Es ist einfach dieses Ding, wenn du älter wirst, ne? Einen Jungen wird das nicht interessieren, einen Jungen mit 12, 10 Jahren oder 16 Jahren, der wird sich denken, was redet der alte Sack dafür Zeug, verstehst du? Das ist so, da hast du keine körperlichen Probleme wie ich jetzt, aber ja, spiel mal 25 Jahre Basketball, ne? Und dann kannst du dich wieder melden, ne? In 25 Jahren, wie alt bin ich dann? Vergiss es. Da habe ich schon wieder andere Probleme. Oh, nice, nice. Yeah, baby. 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 Go, 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 go. Go, Mike, go, Mike, go, Mike, go. Go, Mike, go, Mike, go. Oh, Wahnsinn, ist ja jeder drin. Also, der Touch ist da. Wahnsinn, gell? 2 Wochen echt nichts gemacht. Nichts. Ich habe einmal ein Video gemacht, da habe ich ein bisschen geworfen. Das war das Einzige im Krieg. Das ist ja Wahnsinn. Also, Alter, wenn ich deine Stadt besuche, auch Calvin Hollywood, mach dich auf was gefasst. Es wird geballert.
Tisch. Mit Baller, Tisch. Oh Gott, aber die Korbleger gehen nicht rein, gell? Ha? Hier mal was ganz Verrücktes jetzt. Oh, alles ist machbar. Alles! Das heißt Nachbarn. Nachbar? Ja. Welcher Nachbar? Ich meinte, dass du vorhin gesagt hast. Was habe ich gesagt? Nachbar? Nee, sondern fast die Nachbarn. Schade. Schade. Wo kann ich jeden treffen? Stimmt doch. Wo kann ich jeden treffen? Komm hin, los! Wo? Hör auf, ich hab da gesagt, auf dem Ball sitzen tun wir nicht. Ja. Daher. Statt dass du mal ein bisschen mehr spielst damit. Dass du mal Angst hast vom Ball. Du musst keine Angst haben. Mach mal richtig fest zu mir. Richtig fest zu mir. Ganz fest zu mir, richtig fest. So vor. War das alles fest? Geht's nicht fester? Nee. Geht's fester? Ja. Mach mal fester. Fester! Geht's nicht fester? Nee. Mach mal fester. Nee. Das geht nicht fester. Mach mal fester. Ich kann. Mach mal so fest. Nee. Hast du gespürt Regen? Nee. Oh, oh. Ich hab gerade Regen gespürt auf dem Kopf. Auf meine Glatze. Ja. Du warst auch so jung, weil du keine Haare hast. Stimmt. Hol die dich hier, fang die doch. Nein. Ich lauf weg. Ich lauf weg. Wieso läufst denn du vom Ball weg und fängst die nicht einfach? Nein. Das macht doch gar keinen Sinn. Mach keinen Quatsch. Ich bleib aber hier. Da ist geschützt beim Regen. So, jetzt ist mein Wurf auch wieder weg. Wahnsinn. Das waren bloß die ersten 10 Würfe, die wirklich gut waren. 10? Das ist dieses Routine. Ja, irgendwas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das erste Mal, dass ich ein Kind dabei habe beim Körbewerfen mit Mr. Mike. Nein, das ist gut. Sowas, das müsste ich jetzt, mache ich jetzt auch jeden Tag. So einfach entspannt ein bisschen werfen. Keine großen Faxen. Ich habe noch gut 2 Wochen. Ja, ich habe auch noch 2 Wochen. Fühlt sich noch stabil an, aber heute Abend wieder dehnen. Vielleicht ein heißes Bad nehmen. Mein schönes Spin hier. Oh, fake, hochgesprungen. Nice, Defenders weg und bam. Oh, scheiße. Was ist denn hier jetzt? Was ist denn hier? Was ist denn hier jetzt los? Was ist denn hier jetzt? Ah, das ist. Kennst du das, wenn du verletzt bist, du kommst wieder zurück und hast so Angst davor, dich zu krass zu bewegen, dass ihr wieder was passiert? Dieses, keine Ahnung, du hast zum Beispiel Bänder gerissen, gell? Erst einmal wieder laufen, gehen, denkst, nicht zu viel so. Kennst du? Ja. Oh. Ekelhaftes Gefühl, bis du wieder da bist. Ich habe jetzt gedacht, wenn ich mal nicht rede und mich konzentriere, haue ich einen richtig schönen Rekord raus, aber nein, leider nicht. Aber ja, das ist dieses, was willst du mehr? Das ist immer zufrieden sein erstmal und dann wieder langsam anfangen. Das ist, glaube ich, jeder Sportler hat das mal, umso älter wird, so solche Pausen, zwangsweise, weil er verletzt ist oder sonst was. Ich glaube, da gibt es wirklich sehr wenige, die sich glücklich schätzen können, nicht ein einziges Mal wirklich krass schlimm verletzt gewesen zu sein, dass sie irgendwie Wochen oder Monate aussetzen müssen. Das stelle ich mir psychisch echt richtig hart vor, zum Beispiel wie jetzt bei einem Spieler wie Klay Thompson zum Beispiel. Ne? Wie lange ist der jetzt schon verletzt? 2, 3 Jahre? Das glaubt niemand, dass der wieder zurückkommt. So, gell? Oder er ist schon fertig gewesen, er war schon wieder fit, dann hat er sich die Achillessehne, oder was hat er? Achillessehne hat er sich gerissen, gell? Ey, du spinnst ja. Und dann probier mal wieder psychisch auf dem Level zu sein. Magst du mir den Ball schnell holen? Bitte, bitte.
wenn sie was nicht will, gell, dann merke ich gleich im Gesicht, so, oh scheiße, jetzt muss ich hier noch arbeiten. Und andere wird gleich kommen mit dem Max, Kinderarbeit, sowas darf man nicht. Einen Ball holen, echt jetzt, für den alten Mann, darf wohl schon mal drin sein. Kann noch ein bisschen dauern. Ja, jedenfalls wieder ins Game zu kommen, fit zu werden, das ist, wie oft hatte ich das jetzt nicht schon in letzter Zeit, vor allem die letzten 2 Jahre jetzt dann, ne? Wären es jetzt, oder? Erst Bandscheibe, dann Bänder gerissen. Wow, ey, es ist schon, das ist echt. Aber siehst du, ich bin immer noch fröhlich, glücklich und ich spiele nicht mehr so auf Competition, muss ich ja nicht. Daher ist ja alles schön entspannt, ne? Ich muss jetzt hier nicht Angst haben, dass ich mit mein Geld nicht mehr damit verdienen kann, weil ich jetzt nicht mehr Basketball spielen kann, aber ich kann meine billigen Videos auch noch damit machen und damit Geld verdienen. Das ist es ja nicht auf eine andere Art und Weise, aber trotzdem hast du auch noch Bock, ne? Also noch nicht mal 40 Jahre alt und dann schon aufhören? Na Mann, vergiss es. Ich kann mir das nicht vorstellen. Auch mit 50, glaube ich, ich bin immer noch irgendwie aktiv. Natürlich gegen andere spielen ist auch so eine Sache, vor allem wenn du diesen Namen hast, Mr. Mike. Gell? Ich merke es ja bei Kindern, so bei Jugendlichen, gell? Die immer dann denken, hey, wenn ich den Mr. Mike alle mache, dann kann ich was erzählen. Was eigentlich voll lächerlich ist, weil Mr. Mike ist ja nicht wirklich gut jetzt so in der Hinsicht. Aber andererseits ist es ja natürlich auch ein Kompliment, was du denkst, ja krass, der glaubt echt, wenn er mich besiegt, dann ist irgendwie sein Rang gestiegen oder was weiß ich, aber weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen so, ja, lustig, ne? Dieser YouTube-Hype, ist ja kein Hype, dieser YouTube-Fame, was auch kein Fame ist, weil YouTuber an sich, die Fame haben, ist auch immer so, wir sind leben in einer neuen Welt, in einer anderen Generation, da kann ich eh nicht mehr mitreden, das ist, kann ich auch nicht mehr alles nachvollziehen, muss ich auch nicht. Ich muss nur hier treffen und dieses gute Gefühl, das ist das. Das ist das Einzige, was ich für mich persönlich muss, haben will, haben möchte, ne? Das gute Feeling. Ah, das ist. Das ist schön. Das ist für mich einfach Lebensqualität, Lebensfreude. Sage ich so oft. Und es ist einfach so. Hier, ah, schön. Auch Calvin Hollywood, gegen den ich spiele. Ich glaube, 44 Jahre alt ist er noch. Und der ist echt fit. Der ist wirklich echt fit für sein Alter. Und das ist ja dann. Du änderst auch einfach deine Denkweise, wenn du so alt bist, älter wirst, ne, mit 40, Alter, da denkt kein Mensch mehr dran an eine Profikarriere als Basketball mit 40 Jahren, weißt du, da musst du dir irgendwie einen anderen Weg suchen oder gehst einen anderen Weg ein, um überhaupt noch Basketball spielen zu können oder irgendeinen anderen Sport, ne? Und wie gesagt, du hast dann eine Verletzung, die dich immer quält, da musst du gezielt auf diese Verletzung eingehen, um sie nicht regelmäßig zu bekommen und dir durch diese Verletzung irgendwie die Lebensqualität nehmen zu lassen. Verstehst du? Das ist echt, das, da änderst du dein komplettes Mindset überhaupt. Verstehst du? Das kann ich dir jetzt so nicht beschreiben. Das kannst du auch einem jungen Menschen nicht jetzt so erklären. Das muss man selber leben, weißt du? Weil wenn du selber merkst, ey, jetzt bin ich alt, jetzt geht's dahin, jetzt wird es immer schlimmer, jetzt wird es immer schwächer, alles Mögliche. Du musst erst da drinnen leben. Du musst erst in diesem Körper leben, um es zu realisieren. Einfach nur so Geschichten erzählen. Das sind dann so Geschichten wie von Opa vom Krieg, so, wo du denkst, ja, war schon so. Ist schon, ja, passt schon. So, weißt du? Aber das selber nochmal zu erleben, ist was ganz anderes. Das möchte ich echt noch so mit 70 Jahren machen. Einfach nur werfen und treffen. Ja, das ist. Das ist ein Baller-Ding, Mann. Das ist ein Baller-Ding, Mann. Ah, schön. Und ey, am Rücken, ich spüre nichts. Absolut nichts. Ich glaube, ich quäkisch das genug. Nein, ey, es fühlt sich sehr gut an. Da bin ich wirklich sehr guter Dinge. Sehr guter Dinge. Dieses regelmäßige Üben, was ich daheim immer mache, dieses Entspannte. Dazu habe ich noch nie ein Video gemacht, wie ich mich dehne und alles Mögliche. Sollte ich vielleicht mal, aber da denke ich mir, das ist so lahmarschig und so langweilig. Möchte ich gar nicht, dass das jemand sieht, so in der Art. Ne? Weil ich mir echt, da kommst du dann alt vor, aber eigentlich ist es, ja, als junger Spieler würde ich sowas niemals machen. Habe ich nie gemacht, wenn man gedacht, für was? Ne? Für was? Da kriegst du keine Muskulatur, kein Sixpack. Ein paar Übungen habe ich dabei, die gehen auf die Bauchmuskulatur. Da merke ich es auch schon, der wird noch ein behn straffer und so. Gute Sache, aber ansonsten so Dehnübungen, habe ich mir gedacht, für was? Brauche ich nicht. Mir passiert eh nichts und mir ist nie was passiert. Deshalb habe ich es auch nie gemacht, weißt du, das ist auch so ein Ding. Jetzt im Nachhinein vielleicht, ja, kriege ich die Abreibung. Hier Midrange, der Midrange ist einfach mein Uhr. Mein Gott, das Kind fährt unten durch. Alles oder nichts. Knapp. Knapp vorbei. Maybe.
Bei mir was? Was ist? Ich treffe ja gar nichts mehr von hier unten. Klasse. Wow. Ich müsste mich eigentlich. Nächste Mal. Nächste Mal würde ich nur noch von unten. Klassiker Hund. Mit Range. Mit Range gut. Klassiker Hund. Ja. Habt ihr gesehen, was ich hier letztens gegönnt habe? Huhuhu. Hat sie was Cooles gekriegt, echt. Auch so eine Sache, wenn ich Videos schneide und so mein Ballhandling betrachte, so wie ich dribbel und Moves mache und so und ein bisschen freestyle, das finde ich selber schon echt ab und zu sehr nice, weil es echt sehr schöne flüssige Bewegungen sind. Und das ist auch so ein Ding, das macht einfach Bock, so ein bisschen. Es ist ja nicht flexen, du willst einfach was probieren und denkst, hey, jetzt mache ich meinen Ball mal so und so und keine Ahnung, das ist einfach, das fühlt sich gut an, es sieht gut aus, du machst ein Video, andere finden es auch noch cool, andere wollen es auch können. Das ist. Ey, du kriegst auch noch Geld dafür für jedes einzelne Video, was ich hochlade. Es sind zwar bloß in der Art und Weise Centbeträge, Euros schon doch mittlerweile pro Videos, und das summiert sich. Es ist schon nice. Es ist schon nice. Es ist schon nice. Papa, wann gehen wir? Ja, wir gehen gleich. Ich habe eigentlich gedacht, ich treffe eh so schlecht und wollte gar nicht. Hier, siehst du. Und dann auf einmal macht es wieder Spaß, da kann der Papa wieder nicht aufhören. Aber wir wollen ja nach Hause. Okay. So, warte. So. Bis ich den nächsten daneben werfe, dann gehen wir. Das wird nie passieren, weil ich niemals. Oh ja. Okay, scheiß drauf. Sie will eh heim. Ich habe absichtlich daneben geworfen. Also, wie gesagt. Es geht voran. Ich fühle mich gut. Lebensqualität. Danke nach oben. Da bin ich schon dann auch so ein bisschen dankbar natürlich für alles. So ein bisschen. Ist es Karma? Das weiß ich nicht, das dann wir nicht. Aber irgendwie für das Gute, was einem im Leben passiert, bin ich schon immer, immer dankbar. Für wen genau ich mich da bedanke? Bei wem genau? Weiß ich nicht so richtig. Ob beim lieben Gott oder gibt es so viele verschiedene Sachen, wo man sich bedanken könnte für. Aber ja, irgendwie schon fürs Universum. Ich bedanke mich beim Universum. So sage ich jetzt mal, ne? Genau. Also wir fahren nach Hause, oder? Man ist ja schon müde. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Feedback geben, eure Meinung. Euer Mr. Mike und die kleine müde Tier. Klassiker Hund. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. 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 Mike, Mike, Mr. Mike, Mike.